Der ökumenische Impuls aus Birkenau. Liebe Zuhörende, wir sind in der Fastenzeit. Doch was heißt das, Fasten? Die meisten von uns verbinden damit Verzicht. Verzicht auf Schokolade, den Nachmittagskaffee mit Kuchen oder sonst welche Lieblingsspeisen und Getränke. Aber beim Fasten geht es um mehr. Es geht darum, sich frei zu machen von Gewohnheiten, die uns über die Jahre unbemerkt unfrei gemacht haben. Das Videospiel, der Tatort am Sonntag, die Fußballübertragung, die ständige Präsenz in den sozialen Medien. Auch darauf könnten wir in der Fastenzeit bewusst verzichten und uns frei machen für Dinge, auf die es im Leben wirklich ankommt. Doch auf was kommt es denn wirklich an? In diesem Zusammenhang erinnere ich mich an ein Interview mit einer steinalten Sennerin aus Tirol, die ein Leben lang hart geschuftet hat, die nie aus ihrem Ort weg war, höchstens mal im Nachbarort zur Heiligen Messe am Sonntag. Sie wurde gefragt, ob sie etwas im Leben bereut hat. Sie hat eine Weile überlegt und dann geantwortet, ja, sie bereut, nicht mehr Zeit mit ihren Kindern verbracht zu haben. Oft kommen solche Erkenntnisse am Lebensende oder in Verbindung mit einer Krise oder Krankheit. Und manchmal eben auch in der Fastenzeit, wenn es uns gelingt, in die Stille mit Gott zu kommen, bei ihm zur Ruhe zu kommen, zur Besinnung zu kommen, umzukehren, weg von Oberflächlichkeiten hin zu Gott, ihm Zeit zu schenken, meinen Lieben bewusst Zeit zu schenken, meiner Frau, meinen Kindern, den Menschen, die mich brauchen. Auf Gewohntes zu verzichten, kann anfangs schwer sein. Nicht umsonst hat Karl Rahner gesagt, die schwerste Art der Fortbewegung ist das In-sich-Gehen. Doch wir sollten darum ringen und damit anfangen. Heute, jetzt. Vielleicht mit der Frage, auf was könnte ich heute verzichten? Ich wünsche Ihnen eine erfüllte Fastenzeit und gottesreichen Segen.